Willkommen zum Themencheck mit Hans A. Bernecke. Meine Damen und Herren, der Ukraine-Konflikt gehört immer noch zur großen Blackbox des Jahres 2022. Entsetzliche Dinge und Tragödien spielen sich ja ab. Und so richten wir den Blick heute auch besonders auf Russland bzw. auf Wladimir Putin. Das Motto des heutigen Gesprächs, letzter Termin für Putin, 8. Mai. Gut anschnallen, meine Damen und Herren, auf geht's. Zugeschaltet ist uns auch heute Hans Bernecke. Guten Morgen, Herr Bernecke. Guten Morgen, Herr Thyssen. Kommen wir gleich zur Sache. Warum ist der 8. Mai für die Russen bzw. speziell für Wladimir Putin so ein wichtiges Datum? Das, was ich wage, ist eine anspruchsvolle Behauptung, aber sie ist nun mal gut zu beweisen. Der 8. Mai ist für die Russen einer der wichtigsten politischen Feiertage des Jahres, nämlich der Sieg über Deutschland, dem sogenannten Vaterländischen Krieg. Dieser Vaterländische Krieg hat für die Russen eine unglaubliche Bedeutung, und zwar landesweit. Dazu gehört natürlich die berühmte Parade, die wir alle mal aus dem Fernsehen kennen, und B, die Aussage über Zukunft, Ziele oder Siege, wie Sie wollen, des jeweiligen Vorsitzenden, Präsidenten oder Generalsekretärs war es früher. Bis zu diesem Zeitpunkt muss Putin nach meiner Ansicht eine Lösung gefunden haben. Mindestens eine solche, die sich anschließend umsetzen lässt. Dafür hat er nicht sehr viel Zeit. Wenn er das nicht kann, ist seine Glaubwürdigkeit im Land, in seinem eigenen Land, also nicht in einem Fremden, etwa die Ukraine, die entscheidende Größe für das Stimmungsbild im Lande und B für ihn selbst. Jeder, der sich mit der Biografie von Putin beschäftigt hat, kann das logisch nachvollziehen. Einer der berühmtesten deutschen Historiker, Hans-Peter Schwarz, skizzierte Putin schon vor 12 Jahren über etwa 10 Seiten, A als Person, und B, welche Folgen seine Denkart für seine Politik haben wird. Und auf diesen 12 Seiten, die jeder Politiker in Deutschland kennen sollte, mindestens seit 3 Jahren, können Sie bis zur Stunde nachvollziehen, was seine Ziele sind. Das klingt ebenfalls spektakulär, was ich jetzt sage, aber jeder kann das nachprüfen. Also, wir haben eine Situation, wo Putin allein im Mittelpunkt der Entscheidungen steht. Kein anderer. Und er wird sagen oder zur Kenntnis oder der Welt zur Kenntnis geben müssen, wie der Konflikt, der jetzt nicht mehr am Verhandlungstisch zwischen 2 Männern möglich ist, wie der aussehen soll. Darauf bin ich gespannt. Und wenn der 8. Mai so etwas wie ein Verkündungstermin ist, dann ist das erstmal eine Aussage neutral. Es könnte der Weg für eine Waffenruhe sein oder die Ebnung des Weges für eine Waffenruhe. Es könnte aber auch sein, dass man mit der Faust oder vielleicht auch mit dem ausgezogenen Schuh auf den Tisch schaut. Was erscheint Ihnen aus jetziger Sicht wahrscheinlicher? In der russischen Politik gibt es keine leisen Töne, sondern nur klare oder sagen wir auch brutale Aussagen. Alle diese Dinge kennen wir seit Chruschtschow und seiner ersten großen Rede nach 1956. Jeder kann das nachvollziehen. Es ist nun mal eine andere Sprache. Ein anderer Denkansatz, den die Russen nun mal für richtig halten. Den Russen mit Sanktionen zu kommen, bedeutet für die Russen, dass sie bestraft werden sollen. Das hat noch nie funktioniert, denn die Russen kennen das nicht. Im Gegenteil, sie fühlen sich höchstens herausgefordert oder sogar zu anderen Taten veranlasst. Auch das kann jeder nachprüfen. Literatur dazu gibt es jede Menge und meinetwegen auch Zeitzeugen. Also, mit Sanktionen bringe ich gar nichts. Was die Russen wohl verstehen, ist Härte. Und zwar Härte in der Sache. Also zum Beispiel im Widerstand. Ein konkreter, ganz klarer Widerstand, der wie die Ukrainer ihn ja hervorragend bis jetzt gefunden und geleistet haben, kann unterstützt werden und würde den Russen klares Signal geben, so weit und nicht weiter, und dann hören wir auf. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die Geschichte nochmal aufrollen. Also, wir wollen jetzt nicht Geschichtsunterricht betreiben, sondern nur klare Verhältnisse schaffen, wie dies im russischen Verhältnis zu Europa funktioniert. Wenn ein amerikanischer Präsident sich alle 3 Tage hinstellt und verkündet,
100 Millionen Dollar weitere Hilfen oder 300 Millionen oder irgendwie oder weitere Sanktionen irgendwelcher Art gegen Personen, gegen Firmen oder sonstigen Ereignissen oder wirtschaftlichen Fakten. Dann muss man wissen, dass dieser gute Mann 7500 Kilometer von Kiew entfernt irgendetwas sagt, wovon kein Amerikaner nachhaltig betroffen ist. Alle Europäer stehen aber sehr viel näher, direkt davor, meinetwegen 1000 Kilometer oder 2000 Kilometer von Kiew. Sie sind diejenigen, die im Feuer stehen, wenn ich mir den Ausdruck erlauben darf. Und sie beten nach. Sie beten nach, was ein Volk oder ein Präsident sagt, was er für richtig findet, obwohl er und die Amerikaner überhaupt nicht davon berührt sind. Das ist aus der Sicht der Russen. Ich nehme sie ausdrücklich nicht in Schutz, damit das klar ist. Ebenfalls eine Herausforderung, um es höflich zu sagen. Kurzum, die Situation ist so verfahren, dass sie jetzt in einer Lösung zugeführt werden muss, wo es wahrscheinlich auf wenige Personen ankommt, die diesen Knoten, wenn ich so sagen darf, zerschneiden können. Wer es ist, weiß ich nicht. Aber es wird so sein. Nun liegt es ja nahe, dass Deutschland auch aufgrund der regionalen Nähe, der geografischen Position, einer besonderen Position gegenüber Russland steht. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht eine Art Arbeitsmodus gestaltet sein, damit Deutschland und Russland auch längerfristig in irgendeiner Form koexistieren und zusammenarbeiten können, in einer einigermaßen sinnvollen Weise? Es geht ja nicht, muss ja nicht gleich eine Liebesehe sein, aber wie müsste so etwas gestaltet sein? Deutschland und Russland haben zu allen Zeiten ab dem 16. Jahrhundert, meinetwegen von Iwo dem Schrecklichen angerechnet, wenn Sie so wollen, immer Geschäftsbeziehungen unterhalten, und zwar in der Regel befriedigend. Mal mehr, mal weniger, wie auch immer. Selbst nach dem Ersten Weltkrieg haben die kommunistischen oder Bolschewiken, wie sie wollen, dem Reichswehr, damals der Reichswehr geholfen, verdeckte Manöver zu führen gegen den Rest der Welt oder den Aufbau der deutschen Fliegerei zu helfen. Die wenigsten wissen davon. Kurzum, zwischen Deutschen und Russen lässt sich immer ein Modus vivendi finden. Wenn die beiden im Wesentlichen sich gegenüber sitzen und miteinander verhandeln. Wir haben nun mal die Gelegenheit, das ist den Deutschen nun mal gegeben, wenn ich das so sagen darf, aus russischer Sicht, eine Sonderrolle zu spielen. Ich habe das schon gelegentlich erklärt. Und dazu bedarf es eines Politikers oder mehrerer Politiker, die das Format eines Bismarck oder eines Adenauer haben, die einfach von der Persönlichkeit und von der Überzeugung her in der Lage sind, dies darzustellen. Ich selbst habe in Russland das erlebt, wie wichtig es ist, mit Russen ein Verhältnis aufzubauen oder zu entwickeln oder zu unterhalten, das von der gegenwärtigen Anerkennung ausgeht. Nämlich, ich nehme Sie ernst und Sie mich bitte ebenfalls ernst. Und ich bin überzeugt davon, dass wir es beide nicht besonders charmant finden, aber eine Lösung suchen. Das ist der Weg, der nun mal zwischen Deutschland und Russland möglich ist. Wer das tut, ich betone das, kann ich nicht beurteilen, weiß ich noch nicht. Rücken wir dennoch etwas näher an die Börse heran. Nach den Nervositätsspikes von VDAX New und auch VIX für den S&P 500 scheint ja schon wieder eine Menge Angst abgelassen worden zu sein in den Aktienmärkten. Und auch wenn man sich den Markt anschaut, macht er doch einen erstaunlich gelassenen Eindruck in diesem Gesamtkontext. Welche Logik steckt aus Ihrer Sicht dahinter und bedeutet diese Gelassenheit auf kurzer Sicht eine dünnere Eisdecke? Also für die Amerikaner ist die Ukraine-Krise sehr, sehr weit weg und die können wir ignorieren. In der einen oder anderen Berichterstattung gehört das natürlich dazu. Schwieriger wird es für deutsche oder für europäische Firmen. Ich bin da ganz konsequent, das muss ich ganz klar sagen. Natürlich ist es nicht witzig zu sagen, Barquote hoch oder Barquote runter, wie ich es jetzt seit mehreren Monaten mache. Aber Krieg ist Krieg, also muss ich reagieren. Und sollte das Risiko steigen, werde ich konsequent sagen, die Barquote erhöhe ich meinetwegen sogar um 50%. Und umgekehrt werde ich sagen, ist die Gefahr vorbei, dann fahre ich sie ebenso hoch. Ob ich beim Ausstieg, also in der Erhöhung der Barquote, sogar kleine Verluste hinnehmen muss, nachdem ich vor 3 Wochen noch wieder eingestiegen bin, nehme ich in Kauf. Safety first, heißt es dann.
Da geht es nicht mehr, könnte ich oder würde ich verlieren, sondern da muss ich mein Bargeld in Reserve halten, um handlungsfähig zu sein. Nur so geht es dann. Von Tesla ist es ja nicht weit zu Elon Musk, zu der Person Elon Musk. Der macht wieder von sich reden. Beispielsweise Reuters berichtete über eine Position von 9,2% in Twitter. Wie interpretieren Sie das Manöver und sollte man Musk in diesem Fall auf das Trittbrett folgen und mit investieren? Ja, ich bin sofort am Montag aufgesprungen und habe gesagt, ich kaufe. Schon seit zwei Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich immer wieder geholt. Der Kurznachrichtendienst Twitter ist eine kreative Idee, aber man kann mehr daraus machen. Die Userzahlen, die werden so genannt bei 200, 220 Millionen. Das ist nicht viel. Nur, was kann man daraus machen? Denn die Qualität ist möglich und der Ausbau des User-Geschäftes, nenne ich jetzt mal ein bisschen leichenleihenhaft, lässt sich verdoppeln und verdreifachen. Nämlich auf Größenordnung von vielleicht 500 oder 600 Millionen User weltweit. Was ist das wert? Mit Sicherheit mehr als im Moment 37, 36 Milliarden Dollar. Nicht mehr. Elon Musk sieht das völlig richtig und sagt, ich kann daraus mehr machen. Er geht wird sofort. Der Gründer Dorsey hat das ja schon angekündigt. Er nimmt ihn auf in den Board und die gemeinsam werden jetzt mal zeigen, was man aus einem solchen Nukleus, nenne ich es mal, machen kann. Wiederum sagen wir 3 Jahre. Das ist die Wette. Und dass er das kann, das können wir ihm abnehmen. Also investiere ich. Ja, schön, dass wir in diesem bewegten Gesamtrahmen mit einer positiven Note dann das Gespräch auch abrunden können. Wir sind ans Ende des heutigen Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bernecker, dass Sie uns zur Verfügung standen. Wieder mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse, Ihre Treue. Ihnen noch einen richtig guten Rest der Woche. Machen Sie es gut. Ich schließe mich dem an.